Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der OV Videowochenschau. Bei einem Brand am Donnerstagmorgen waren 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Kreis im Einsatz. Das Feuer war in einem Gärrestetrockner in einer Mehrzweckhalle ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf 600.000 Euro geschätzt. Und da wir gerade schon beim Thema sind, die Feuerwehr Lohne ist wegen ihres Wiesenhofeinsatzes für einen Preis nominiert. Teamgeist und Strategie sind dabei Kriterien, nach der eine Jury Teilnehmer aussucht. Bis zum 11. Dezember kann man im Internet abstimmen. Weitere Infos zu diesen Themen findet ihr am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Das OV-Jahresendabo. Bis Silvester gratis. Gedruckt oder digital. Die OV bis zum 31.12.2016 kostenlos lesen und einen Tankgutschein sichern. Jetzt anmelden auf www.oldenburgische-volkszeitung.de. Noch bis Sonntag findet das 14. Hallenchampionat in Vechta statt. Der Eintritt ins Auktionszentrum beträgt am Freitag und Samstag 5 Euro, Beginn ist dann jeweils um 8 Uhr morgens und am Sonntag kommt ihr sogar gratis rein, dann geht es morgens um 9 Uhr los. Und ebenfalls am Sonntag gibt es in Mühlen eine Messe mit maritimer Musik. In der St. Bonaventura Kirche wird der Shanty-Chor aus Mühlen ein paar Lieder singen. Beginn ist um 9.30 Uhr. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder am nächsten Donnerstag.